2 vor. 79-77. Noch 80 Sekunden trennt Telekom Baskets von dem Halbfinale am Freitag gegen Bamberg. Stephen Key. Morten gegen Rodewald. Wird nicht gedoppelt. Wird jetzt geführt. Da kommen vier Mann auf den zugelaufen. Jetzt wissen sie nicht mehr, was sie tun. Kinder, so geht's nicht. Da ist doch klar, dass da einer freisteht. Thomas Düse-Deuster mit 3. Taktisches Fehlverhalten bei den Bonnern bringt die Rhöndorfer vor mit 80-79. Nächster Distanzwurf ist drin. Ist drin. Ich sehe nichts mehr. Alle springen auf. Zum Glück hilft mir der Monitor in dieser Phase. Da sind sie, die verrückten Fans. Aber jetzt sofort wieder der gespannte Blick auf das Parkett. Noch 35 Sekunden. 30 Sekunden. 82-80. Was macht Stephen Key? Er schenkt ein für 3. Nein, Rebound von Richard Morton. Jetzt vielleicht ausspielen. Vielleicht ausspielen und dann die letzte Wurfchance nehmen. Aber noch einmal Key. 3. Rhöndorf führt. Und die Bonner haben den Ball. 10 Sekunden noch, keine Auszeit. Noch 7, noch 8 Sekunden. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bonn ist im Halbfinale. Bonn ist im Halbfinale.